Etwas Glanz für ein paar Tage. Filmfestival in Sarajevo. Hollywood-Stars wie Angelina Jolie waren schon hier, in der Vergangenheit. Jetzt droht auch hier Stillstand, wie schon im ganzen Land. Es gibt kaum noch Sponsoren. Der bosnische Oscar-Preisträger Danis Tanovic kämpft um das Festival. Das größte Problem ist natürlich das politische System hier, das einfach nicht funktioniert. Wir wissen alle, dass der Friedensvertrag von Dayton als Übergang gedacht war. Jetzt gilt er schon bald 20 Jahre. Aber die politischen Eliten dieses Landes wollen das nicht ändern. Sie profitieren davon. Sie verdienen daran. Politische Schachspiele von Bosniaken, Kroaten, Serben ohne Ergebnis. Im gemeinsamen Parlament wurde in diesem Jahr keine einzige wichtige Entscheidung getroffen. Jetzt will die EU 100 Millionen Euro Hilfen streichen, weil sich die Politiker aus dem serbisch-dominierten Landesteil und die aus dem bosniakisch-kroatischen blockieren. Dabei kämpfen die Menschen schon hinter dem Festivalgelände ums Überleben, illegaler Straßenverkauf, bis die Polizei kommt. Das ist alles, was ich habe, meine ganze Existenz. Ich habe keinen Pfennig zum Leben und unsere Politiker lassen es sich gut gehen. Zum Festivalauftakt zeigt Regisseur Tanovic sein Doku-Drama über das bosnische Roma-Paar Nazif und Senada. Dafür gab es im Februar den Silbernen Bären in Berlin. Senada wird im Krankenhaus abgewiesen, obwohl sie ein totes Baby im Leib trägt. Sie hat keine Krankenversicherung. Keine Fiktion, bosnische Realität. Spätestens seit dem EU-Beitritt des Nachbarn Kroatien wird immer deutlicher, wie sehr dieses Land stagniert. Und sollte sich politisch nichts Grundsätzliches ändern, so sagen viele, könnte das die nächsten 10 Jahre so bleiben.